Ich komme aus Regensburg und der beste Fußballverein hier ist der SSV Jahn Regensburg, der diese Saison halt möglicherweise noch den Aufstieg in die zweite Liga verkackt. Und eigentlich ist der Traum, mal Erstligafußball in der Stadt zu sehen. Oder sogar Champions League. Ich weiß, komplett unrealistisch. Aber zumindest in FC24 werde ich diesen Traum heute leben. Dafür stellen wir uns jetzt gemeinsam vor, dass ich stinkreich bin. Finde ich eine sehr gute Vorstellung. Und dann werfen wir mal eben noch die 50+1 Regel auf den Müll. Und schon steige ich ein als neuer Besitzer des SSV Jahn Regensburg. Bestimme komplett über den Kader, die Transfers und das Budget, wovon ich natürlich einiges mitgebracht habe. Und als erstes kaufe ich damit tatsächlich ein paar richtig gute Mitarbeiter, weil ich denke, dass das langfristig eine sehr kluge Investition ist. Und dann verlängere ich erstmal Verträge. Auch das hat nochmal ein bisschen Geld gekostet, aber im Verhältnis zu dem, was wir haben, ist es natürlich nahezu gar nichts. In den Jugendstab möchte ich natürlich auch noch investieren. Da holen wir mit Daniel Radmann einen richtig, richtig krassen Scout. Und ich hoffe, der findet uns in Deutschland ein paar Spieler, die es noch irgendwie in die Startelf reinschaffen können. Und das wird nicht einfach, weil diese Startelf jetzt natürlich nochmal besser wird. Durch einen neuen Rechtsverteidiger und einen neuen Sechser. Das ist einmal Adon Yashari, eben für die Sechs, und dazu Omar El Hilali als neuer Rechtsverteidiger. Dabei habe ich jetzt aber auch schon gemerkt, dass es ziemlich schwer wird, die ganze Kohle überhaupt auszugeben, weil dadurch, dass wir dritte Liga spielen, möchte nahezu kein Spieler zu uns wechseln. Trotzdem geht die Verjüngungstour natürlich weiter. Ich hole einfach direkt noch einen Sechser. Der war dieses Mal aber sogar kostenlos. Und ich dachte eigentlich, man kann nicht zu reich sein. Aber das bin ich scheinbar. Vor allem sind ja auch noch so viele Spieler auf der Transferliste. Da habe ich jetzt mal ein bisschen angefangen, die zu verkaufen. Angewiesen darauf bin ich aber natürlich 0,0. Und ich habe jetzt sogar einfach mal die Freigabesumme von einem Spieler bezahlt. Und zwar für den Innenverteidiger Zeno De Bast. Der ist 7 Mio wert. Ich habe 10 auf den Tisch gelegt. Das ist, finde ich, aber noch vollkommen im Rahmen. Aber ich versuche halt schon nicht einfach immer nur die teuersten und besten Spieler zu holen, sondern vor allem auf Entwicklung zu setzen. Das heißt auf junge Leute wie Jorel Hato von Ajax. Der nächste Spieler, der zum Glück eine Freigabesumme im Vertrag hat, worüber ich ihn jetzt nach Regensburg lotsen konnte. Für eine komplett neue Abwehrreihe hat jetzt nur noch ein Linksverteidiger gefehlt. Und der heißt ab sofort Hugo Bueno. Aber ihr merkt schon, jetzt wird es halt richtig schwer für Jugendspieler, da noch irgendwie ins Team zu kommen. Vor allem, wenn die alle so schlecht sind, wie das, was wir hier bis jetzt gesehen haben. Die sind ja alle komplett unbrauchbar. Dann kaufe ich eben einfach wieder einen neuen Spieler. Und zwar Wilfried Nyonto. Den kennen wir ja sehr gut aus vergangenen Karrieren. Dann auch noch ein neuer Zehner, ein neuer rechter Mittelfeldspieler und auf einmal habe ich doch so ziemlich die ganze Kohle ausgegeben. Wir haben aber auch eine nahezu rundum erneuerte Mannschaft. Und jetzt geht es ja noch so richtig ab mit den Spielerverkäufen. Bis zum Deadline Day verlassen uns insgesamt 7 Spieler, wobei ich eigentlich mit noch deutlich mehr gerechnet hatte. Aber für viele Jungs kam einfach gar kein Angebot rein. Und so haben wir jetzt einen saugroßen Kader, den ich jetzt auch nicht mehr weiter vergrößere, auch wenn noch 4 Millionen übrig sind. Das zusätzliche Budget schadet ja auch nicht für die Jugendarbeit, denn die habe ich noch nicht komplett aufgegeben. Jawohl, und Anton Meyer sieht doch ganz brauchbar aus. Genauso Gabriel Frank und auch Theodor Ziegler. Der ist vor allem interessant, weil er ein Keeper ist. Und das ist eine der 2 Positionen, für die ich noch keinen neuen Spieler gekauft habe. Also ich werde alles daran setzen, dass der Junge sich möglichst gut entwickelt. Deshalb werde ich jetzt in der Wintertransferphase auch versuchen, ihn auszuleihen. Genauso wie die ganzen anderen vielversprechenden Talente hier. Und vor allem dieser Jonas Zimmermann könnte mal richtig krass werden. Der hat jetzt schon eine 68. Und es klappt zum Glück bei allen mit der Laie. Somit können wir jetzt mit gutem Gewissen ans Ende der Saison springen und direkt auf die Tabelle schauen. Es ist das passiert, was ich unbedingt haben wollte, was mit den finanziellen Möglichkeiten aber auch passieren musste. Wir wurden Erster und steigen auf in die zweite Bundesliga. Also ich habe die Hoffnung ja noch nicht ganz aufgegeben, dass der Jan das auch in der Realität noch irgendwie schafft. Im Pokal waren wir ziemlich kacke, das muss man ganz ehrlich sagen. Da war in der ersten Runde schon Schluss. Ist aber auch ehrlich gesagt nicht schlimm, denn die Mannschaft hat sich trotzdem richtig, richtig gut entwickelt. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wie viel Budget wir in der zweiten Saison zur Verfügung haben. Es sind
40 Millionen Euro. Damit muss ich uns ja jetzt quasi einen neuen Stürmer kaufen. Ja, und genau das werde ich auch tun. Noch vorher verkleinere ich den Kader jetzt aber endlich so, wie ich es schon immer haben wollte. Dadurch kann ich mir jetzt aber natürlich einen noch besseren Stürmer leisten. Und es ist einfach Youssoufa Moukoko, einer der sympathischsten Fußballprofis, die ich je getroffen habe. Das war bei einem EA-Event und er war wirklich so super nett. Bei Dortmund bekommt er zu wenig Spielzeit. Hier kam er jetzt von Gladbach. Aber keine Sorge, Mucki. Bei uns beim Jahren bist du vorne drin gesetzt. Und damit steht die Mannschaft für diese Saison. Langfristig werde ich vielleicht den Keeper irgendwann noch austauschen. Bei Felix Gebhardt ist zwar gut, hat jetzt aber nicht extrem viel Potenzial. Wobei ich natürlich da auf Theodor Ziegler immer noch hoffe. Die ganzen anderen Jugendspieler sind natürlich auch ausgeliehen. Bis auf Adrian Sommer, aber der ist einfach immer noch erst 15 Jahre alt. Ich hoffe, den kann ich dann nächste Saison ausleihen, aber das ist ja quasi jetzt dann gleich. Er ist auf alle Fälle noch in der Jugendakademie. Die zweite Saison ist vorbei. Und unser Top-Torjäger war Youssoufa Moukoko. Let's go, bester Vorlagengeber. Wie in der letzten Saison, Wilfried Nyonto. Also der ist bei mir im Karrieremodus irgendwie immer super, super krass. Der Jan gewinnt auch die zweite Bundesliga. Back to back. Und klar, ich weiß, mit dem Budget ist das jetzt keine große Challenge. Aber es geht hier vor allem mal wieder darum, meine Träume zu erfüllen. Im Pokal sind wir gegen Leipzig rausgeflogen im Viertelfinale. Aber das ist auf alle Fälle schon ein ordentlicher Fortschritt im Vergleich zur letzten Saison. Zu Beginn der dritten Saison können wir jetzt mal gemeinsam die bisherige Entwicklung unserer Jugendspieler checken. Und da fällt direkt auf, Ziegler hat nur eine 65 immer noch. Den kann ich auf alle Fälle noch nicht ins Tor stellen. Da ist sogar Adrian Sommer besser. Der hat eine 70. Zeigt großes Potenzial, also ab auf die Leihliste mit ihm. Dann geht es weiter mit Finn Winter, eine 62. Das wird noch ganz schön lange dauern. Frank hat eine 64. Matti Becker eine 66. Der hat aber einfach Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Ja, und als letztes kommt dann noch Jonas Zimmermann. Ja, wobei Anton Meyer wollen wir nicht vergessen. Aber ich glaube, der wird nicht so besonders gut. Ganz anders, Jonas Zimmermann, der hat jetzt eine 76. Und ganz ehrlich, ich werde Luca Langoni verkaufen. Der hat auch einen Wechsel gefordert. Und dafür hole ich dann Jonas Zimmermann zurück. Und ich würde auch sagen, damit hat sich die Jugendarbeit gelohnt. Denn wir haben jetzt einfach Jugendspieler in der Startelf. Da finde ich es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich gleich einen neuen Keeper kaufe, der so heftig gut ist, dass wahrscheinlich nie wieder jemand an ihm vorbeikommt. Den habe ich auch wirklich noch nicht so oft im Karrieremodus geholt. Es ist Marco Carnesecchi. Der hat ein Potenzial von 87 und ist auch noch richtig jung zu Beginn. Und dank seinem auslaufenden Vertrag war er hier ein absoluter Schnapper, wodurch wir jetzt auch immer noch 41 Millionen Euro übrig haben. Und das, obwohl ich schon wieder einen neuen Mitarbeiter geholt habe. Aber ich werde jetzt auch noch einiges an Geld in Vertragsaufbesserungen investieren. Und das hat einfach fast 20 Mio gekostet. Ich weiß aber auch nicht, wohin sonst mit der ganzen Kohle. Um das Team noch irgendwie zu verbessern, hole ich einen neuen Sechser. Dafür geht Tobias Eisenhut für 1,2 Millionen weg. Und dann kann ich mir Oliver Skip für 20,5 leisten. Der hat jetzt auch kein komplett geisterkrankes Potenzial, aber war dennoch ein Schnäppchen und ist vor allem besser als Stamenic, der sich mittlerweile nicht mehr so richtig gut entwickelt. Außerdem schadet es auch nie, die Bank mal ein bisschen zu verbessern. Und jetzt ist auch mal die Zeit, um ein bisschen zu genießen, denn der SSV Jahn Regensburg, der Verein aus meiner Stadt, spielt erste Bundesliga, verliert knapp gegen den FC Bayern. Aber solche Niederlagen sind auch noch vollkommen okay. Hauptsache, wir steigen jetzt nicht direkt wieder ab. Das wäre dann doch ziemlich bitter. Kann ich mir mit der Mannschaft aber auch einfach 0,0 vorstellen. Wir schauen mal, wie sieht's aus in der Tabelle. Wir wurden einfach Dritter. Let's go. Das heißt, wir spielen schon nächste Saison Champions League. Im DFB-Pokal sind wir bis in die dritte Runde gekommen. Mal schauen, ob wir den Wettbewerb heute noch irgendwie gewinnen können. Wissen wir ja alle, es ist der schwerste Wettbewerb überhaupt, im Karrieremodus zumindest. Top-Torjäger dieses Jahr natürlich mal wieder Wilfried Nyonto, der mittlerweile eine 90 hat. Bester Vorlagengeber ist Jonas Zimmermann direkt. Der Jan spielt Champions League. Und das einfach schon in
der vierten Saison jetzt. Die ganzen Jugendspieler hier werden da aber noch keine Rolle spielen, denn die werden alle mal wieder ausgeliehen. Ich kaufe jetzt mal noch einen Innenverteidiger, denn auf der Position hatten wir nur 3 Spieler im gesamten Kader. Und jetzt mit der Dreifachbelastung könnte das dann ein bisschen schwierig werden. Vor allem steigern wir da doch natürlich auch nochmal das Niveau. Lisandro Martinez hat eine 87 und auch die restlichen 16 Millionen investiere ich in die Kaderbreite. Dafür habe ich Ziegele, Viet und Hein abgegeben und dann Katterbach, Hoffmeier und Ballo verpflichtet. Klar, die sind alle jetzt nicht so besonders krass und dennoch verstärken sie unseren Kader echt ordentlich. So habe ich jetzt auch keine Angst mehr vor der Dreifachbelastung. Die Jungs regeln das schon. Ich habe jetzt auch extra nur bis zum 1. Februar simuliert, damit wir die K.O.-Spiele jetzt live miterleben können. Denn wir haben es tatsächlich geschafft. Die Gruppe wurde überstanden als Gruppenerster. Und jetzt treffen wir mit der Mannschaft hier auf Eindhoven, die wir normalerweise auf alle Fälle schlagen sollten. Hinspiel 1:3 Sieg direkt. Und dank eines Unentschiedens im Rückspiel stehen wir jetzt auch schon im Viertelfinale gegen Newcastle United. Das Hinspiel findet erneut auswärts statt, was ja eigentlich auch ganz gut ist. Dann haben wir das Rückspiel zu Hause 2:2 und Nyonto fliegt vom Platz. Das ist unser bester Spieler mit einer 94 und der fehlt jetzt im Rückspiel. Für ihn kommt Ballo in die Mannschaft. Also vielleicht rettet uns genau die Verpflichtung. Jetzt 3:1 in der Verlängerung. Sudakov und Moukoko sorgen dafür, dass wir es einfach schon ins Halbfinale geschafft haben. Und das in der allerersten Champions League Saison überhaupt für die Jahren. Der Verein hat auch generell noch nie irgendeinen richtigen Titel gewonnen. Also im Real Life zumindest. Hier wurden wir Drittliga und vor allem Zweitligameister. Und hoffentlich bald noch mehr. City ist natürlich schon ein extrem starker Gegner. Wir gehen 5:1 unter. Können das im Rückspiel nicht drehen. Scheiden also aus der Champions League aus. Der Fokus gilt jetzt also voll und ganz der Meisterschaft. Und da müssen wir im Prinzip einfach nur noch ein Spiel gewinnen. Und dann ist der Jan deutscher Meister. Let's go. Dazu noch das Pokalfinale gegen Leipzig. Das wird auch gewonnen. Also es ist dennoch eine überragende Saison. Denn der Jan darf einfach das Double feiern. In der Liga waren es am Ende 4 Punkte Vorsprung vor dem FC Bayern. Im DFB-Pokal war es ein souveränes 3:1 gegen Leipzig. Also es hat halt nur noch der Champions League-Titel gefehlt in dieser Saison. Und da war es auch knapp. Wobei man schon sagen muss, Manchester City war richtig, richtig stark. Gegen die hatten wir nicht wirklich eine Chance. Aber die Mannschaft wird ja noch besser jetzt in der nächsten Saison. Ich bekomme auch nochmal Budget. Mal schauen, wofür ich das dann überhaupt noch ausgebe. Also wenn ich die Startelf in der 5. so jetzt verbessern möchte, dann geht das ganz klar am einfachsten über die Außenverteidiger. Und da können wir uns mit einem Budget von 165 Millionen halt auch wirklich jeden leisten. Und deshalb verkaufe ich Noah Katterbach wieder, genauso wie Konrad Faber. Das ist übrigens auch der Name, der hinten auf meinem Trikot steht. Für ihn kommt Reece James, der ist ähnlich dynamisch. Und für links hinten hole ich Alphonso Davies. Beide Male hatte ich mehrere Spieler auf der Liste, aber ich musste mich für die entscheiden, weil die einfach so günstig waren aufgrund von auslaufenden Verträgen natürlich. Dadurch sieht das Team jetzt so aus und wir haben immer noch 38 Millionen übrig. Die nächstschwächste Position war die 6 und ihr habt ihn wahrscheinlich schon alle erkannt. Der neue Mann da heißt Declan Rice. Ich musste Oliver Skip eintauschen, aber insgesamt würde ich sagen, es war ein richtig, richtig guter Deal. Ey, und gebt euch dieses Team jetzt einfach. Das muss schon fast die Champions League gewinnen. Vor allem fühle ich es übertrieben, dass da dieser Jugendspieler Jonas Zimmermann mit drin ist, der jetzt mit seinen 21 Jahren zum zweiten Mal ein Champions League Achtelfinale spielt. Und ich hoffe, die dazu gewonnene Erfahrung hilft ihm da jetzt auch, sodass er noch besser performt und wir 3:1 gewinnen. Das Rückspiel gewinnen wir sogar mit 4:1 und da hat Zimmermann dann sogar ein Tor geschossen. Oh no, aber jetzt heißt der Gegner mal wieder Manchester City. Die haben uns ja letzte Saison eiskalt rausgeworfen und man sieht auch weshalb. Die Mannschaft ist brutal. Das ist unsere, aber auch wir verlieren das Hinspiel knapp. Immerhin, dadurch haben wir noch alle Optionen im Rückspiel. Wir können das auf alle Fälle noch schaffen. Leider haben wir gerade gegen Bayern mit 3:2 verloren. Also unbesiegbar ist die Truppe jetzt noch nicht, aber der Fokus liegt halt auch voll auf diesem Rückspiel jetzt. Komm, Männer, nehmt Manchester City auseinander. 2:0. Wir besiegen sie tatsächlich.
Und das war hier quasi sowas wie der Endboss. Also jetzt darf sich einfach nur kein Spieler mehr verletzen. Und dann, glaube ich, schaffen wir es wirklich. Zumindest mal ins Finale. Der Gegner ist auch nur die Roma. Also komm, als ob wir die nicht bezwingen können. 3:1. Es ist alles angerichtet. Für den Einzug ins Finale. Das Rückspiel gibt es halt noch. Da setze ich die Spieler einfach automatisch. Wir verlieren sogar mit 3:2. Aber dank dem Treffer von Sudakov in der 76. reicht das trotzdem fürs Finale gegen Real Madrid natürlich. Aber ist auch eigentlich geil, dass wir das Projekt theoretisch jetzt genau so beenden könnten. Vorher gewinnen wir aber hoffentlich noch die deutsche Meisterschaft und hoffentlich den DFB-Pokal 2:1. Schon wieder Leipzig geschlagen. Also das könnte eine Triple-Saison werden. Wobei wir jetzt natürlich noch nicht die Ligatabelle angeschaut haben. Bester Vorlagengeber Jonas Zimmermann. 15 Vorlagen. Ich hoffe, einige davon waren in der Liga und sichern uns jetzt die Meisterschaft. Wie zur Hölle wurden wir denn nur Vierter? Wir haben 8 Punkte weniger als der Meister. Also damit kann man nicht zufrieden sein. Aber gut, der Jan wurde hier schon mal deutscher Meister, DFB-Pokal verteidigt. Und jetzt geht es halt einfach noch darum, diesen verdammten Champions-League-Titel zu gewinnen. Einfach Jan Regensburg im Champions-League-Finale. Wenn das im Real Life noch irgendwann mal passieren sollte, dann gebe ich jedem, der dieses Video liked, 100 Euro. Also wer da keinen Daumen hoch gibt, ist selbst schuld. Jetzt muss ich in der 33. Minute einfach verletzungsbedingt auswechseln. Und wir haben uns ja so schon schwer getan, überragend gemacht von Moukoko. Moukoko spielt den Quer und dann ist es ausgerechnet Ballo. Mit dem 1:0, das gibt's doch nicht. Oha, und jetzt geht Zimmermann ab. Komm, Junge, zieh durch. Zimmermann allein vom Keeper. Unser Jugendspieler trifft im Champions League-Finale. Was für eine schöne Geschichte. Und eine unglaubliche Geschichte noch dazu, denn der SSV Jan Regensburg gewinnt die Champions League. Danke an jeden von euch, der mit dabei war. Let's go, Challenge geschafft. Wobei man schon sagen muss, es war jetzt keine krasse Challenge. Aber wie auch schon im Video mit meiner Traumkarriere, ging es auch hier in erster Linie darum, meine Wünsche zu erfüllen. Schreib mir deine gerne in die Kommentare rein. Check ansonsten meinen Podcast ab. Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, euer Bernie. Und wenn du noch weiterschauen möchtest, findest du hier jetzt ganz entspannt mein letztes Video. Das war wirklich eine krasse Challenge, denn da habe ich versucht, ein komplettes 99er-Team im Karrieremodus zu schaffen. Ob ich es geschafft habe, das findest du eben nur genau hier heraus.